Morgen, meine Lieben. Hier ist Barbara mit der Tageskarte. Wir haben heute den 1. März 2018 und ich hoffe, ihr habt diese eiskalte Nacht gut überstanden. Heute habe ich für euch den Anker gezogen. Der Anker sichert das Schiff. So kann es über Nacht ruhig und unbeschwert in seinem Ankerplatz liegen. Es ist aber auch ein schweres Gewicht, das einem niederziehen kann, wie all die Hindernisse und Herausforderungen, die uns so im täglichen Leben begegnen. Die Karte spricht von einer gewaltigen Last, die man trägt, meist aus Liebe und Verantwortung. Beim Wahrsagen steht eine Frau, seht ihr auch hier im Bild, also das soll eine Frau sein mit diesem roten Umhang. Viele denken, das ist ein Mann, wenn sie diese Karte sehen, ist aber eine Frau. Also wie gesagt, beim Wahrsagen steht eine Frau häufig für die Gedanken, das Herz oder die Seele des Fragenden, für sein inneres Unterbewusstes. Das Schiff steht für den Körper, der die Gedanken und das Herz durchs Leben trägt. Auf dieser Karte ist das innere Selbst auf eine hohe Felsenklippe gestiegen. Es trägt eine schwere Last, aber es ruht in sich. Für dich bedeutet das heute, dass du dabei bist, etwas abzuschließen oder abschließen solltest und einfach mal drüber nachdenkst, ob es nicht an der Zeit ist, etwas abzuschließen. Ist die Last, die du trägst, wirklich notwendig? Trägst du sie aus Liebe oder aus Gier? Trägst du sie aus Liebe, dann freue dich darüber. Schau dir den Nutzen davon an, dann wird diese Last leichter. Diese Last hilft dir nämlich, deine wahren Stärken zu erkennen. So, das war für heute die Tageskarte. Und dann habe ich noch einen wirklich schönen Spruch gefunden, der lautet: Jede Begegnung, die unsere Seele berührt, hinterlässt in uns eine Spur, die nie ganz verweht. So wünsche ich heute noch einen schönen Tag und wir hören uns wieder morgen früh. Tschüss, eure Barbara.